Ja, wir sind ein internationales Netzwerk an Tourismusberatern, wobei wir vor allem eine Philosophie haben, wir denken Tourismus digital. Und das wirkt sich natürlich auch dann in unseren Projekten, aber auch in unserer Haltung aus. Wir versuchen einfach die Entwicklungen der Digitalisierung für den Tourismus zu antizipieren und zugleich auch dann konkrete Handlungsanweisungen für Destinationen, Tourismusunternehmen, Veranstalter zu konstruieren. Live-Reportagen von Veranstaltungen haben sich sehr entwickelt. Ich mache es mittlerweile seit 10 Jahren, habe 2009 mit meiner ersten Twitter-Live-Reportage begonnen. Seitdem hat sich sowohl das technische Equipment verändert, aber natürlich auch die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen. Es ist heute möglich, Geschichten über das Smartphone in einer ansprechenden Qualität auch zu erzählen, Fotos und Videos zu produzieren und das in Echtzeit auch zu posten. Dementsprechend bieten diese Möglichkeiten von der technischen Seite wiederum viele neue Chancen, um eine Veranstaltung zu dokumentieren. Ich kann über Twitter zum Beispiel Live-Impressionen wirklich in Sekundenschnelle hinausbringen. Ich kann mit der Qualität, die Smartphones heute auch liefern, absolut passende Multimedia-Ausschnitte so weit erstellen, dass sie für soziale Netzwerke, Facebook, Twitter und Co. sehr, sehr gut sich eignen. Und das bietet wiederum in der Art und Weise, wie wir über eine Veranstaltung sprechen, im Vorfeld, während der Veranstaltung, aber auch im Nachhinein viele neue Möglichkeiten, die mit wesentlich weniger technischem Equipment auch hier ganz neue Chancen eröffnen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt das große Studio mit Kamera, Beleuchtungsequipment, sondern ich kann theoretisch mit einem Smartphone, einem tragbaren Stativ, einem Ansteckmikro mittlerweile sehr viel auch über Video zum Beispiel transportieren. Sehr wichtig ist, dass ich mir überlege, wo, auf welchen Kanälen möchte ich diesen Content verwenden und teilen. Natürlich hat ein YouTube-Video eine ganz andere Dramaturgie, als wenn ich zum Beispiel auf Facebook 2-3 Sekunden Zeit habe, bevor der User einfach weiter scrollt. Und dementsprechend muss ich diesen Content, den ich erstelle, von der Dramaturgie darauf hinschneiden, dass er den Benutzungsgewohnheiten entspricht, die die jeweiligen Plattformen bieten. Auf Instagram, Twitter oder Facebook habe ich ganz andere Vorgaben, um hier meine Inhalte zu erstellen. Und das bedeutet auch, dass ich in der Content-Produktion neue Chancen und die Herausforderungen habe. Ich sollte darauf achten, dass ich etwas sehr wohl auf zum Beispiel fotografisch auch attraktiv auf Instagram transportieren lässt. Ich habe die Möglichkeit, mit Videos zum Beispiel auf Facebook Menschen, Akteure zu Wort kommen zu lassen. Ich kann aber auch zum Beispiel über das Story-Format im Hochformat Einblicke, die sehr authentisch sind, die sehr unmittelbar sind, so transportieren, dass sie einen Einblick in die Veranstaltung und in Einblicke hinter die Kulissen bieten. Rahmenbedingungen gibt es in rechtlichen Belangen, sind natürlich durch die DSGVO verschiedene Vorschriften vorhanden. Das heißt, ich brauche eigentlich eine Einverständniserklärung der Teilnehmer. Das lässt sich, da gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber in der Regel einfach ganz gut managen, sodass ich auch in kleineren Rahmen oder eben zum Beispiel bei einer Veranstaltung, die ich organisiere, diese Einverständniserklärung dann auch von den Besuchern einhole. Aber sonst bietet diese Form des mobilen Storytellings natürlich nicht nur jetzt einfach von der technischen Seite neue Möglichkeiten, sondern ich kann dieses Storytelling dazu verwenden, wesentlich kreativer zu werden als früher. Ich kann andere Formate auch im multimedialen Bereich bespielen. Ich kann eine Botschaft jetzt nicht mehr nur über langweilige Fotogalerien, die früher von einer Veranstaltung halt dann einfach einmal dann auf die Webseite gesetzt wurden, erzählen, sondern ich kann das wesentlich lebendiger über die Beteiligung der Akteure, über
sehr unmittelbare Impressionen vermitteln. Und darauf kommt es eigentlich an, dass mir viele, viele Chancen auch offen stehen, um mehr zum einen Intimität, Authentizität und zum anderen auch mehr Spaß an der gesamten Sache auch zu vermitteln. Generell sind Videoinhalte auf jeden Fall mal ein Trend, der auch durchaus seine Berechtigung hat. Ich kann mit einem Video ja mehr erzählen als mit 100 Bildern. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr von der Veranstaltung, vom Rahmen abhängig. Welche Rolle spielt hier der Qualitätsanspruch? Wie sehr ist hier das authentische, das unmittelbare Erleben von Relevanz? Alles das sind Faktoren, die sich auch auf die Wahl des Mediums, des Formates, des Kanales auswirken.